Ja, herzlich willkommen zum weiteren Webinar, Überschrift New Emotional Insights, oder wie wir es ausgeschrieben hatten, emotionale Intelligenz in Führung und Verkaufen. Mein Name ist Frank Scheelen, ich bin Gründer der Scheelen-Gruppe. Wir sind mittlerweile im 27. Jahr tätig. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke, wenn wir vor 25 Jahren solche Themen auf der Agenda hatten wie emotionale Intelligenz, Sozialkompetenz, Soft Skills. Aber damals so die Frage, braucht man das wirklich? Ist das wirklich wichtig? Ich glaube, die Frage hat sich mittlerweile beantwortet. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir sagen können, emotionale Intelligenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen in Führung und auch einer der stärksten Prädiktoren für erfolgreiche Führung. Da gibt es auch mehrere Studien, auf die ich gleich eingehen werde. Und von daher freue ich mich natürlich auch, dass die Nachfrage zu diesem Webinar sehr groß war, dass ich hier so meine Erfahrungen und auch Konzepte Ihnen vorstellen kann. Wie sagte so schön der Herr Geffroy, Herzenssache Mitarbeiter ist eines seiner neuen Bücher. Wir sind in dem Zeitalter Digitalisierung 4.0, digitale Intelligenz, Digital Leadership und was wir da so alles hören. Aber ich glaube, je mehr auf der einen Seite das Thema Digitalisierung immer stärker wird, umso wichtiger wird es auf der anderen Seite, dass wir nah genug an den Menschen dran sind. Der größte USP heutzutage eines Unternehmens ist, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und zu behalten. Und so ein typisches Statement aus der Praxis meiner Seite ist immer, ein Mitarbeiter verlässt nicht das Unternehmen, ein Mitarbeiter verlässt die Führungskraft. Umgekehrt natürlich genauso. Ein Mitarbeiter bleibt in einem Unternehmen aufgrund dem guten Verhältnis zur Führungskraft. Und deswegen ist dieses Thema nicht mehr vom Tisch weg zu argumentieren. Und auch wenn man so den Vergleich hat in den 70er, 80er Jahren, war das Thema Intelligenzquotient oder IQ-Tests sehr stark nachgefragt. Man hat mittlerweile festgestellt, IQ alleine ist es überhaupt nicht. Manchmal sogar kontraproduktiv. Das sind so Erfahrungen, die wir auch gemacht haben in der Führung. Also wenn ein Mensch hochfachlich intelligent ist, weil fachliche Intelligenz und Kompetenz hat definitiv nichts mit Führungskompetenz oder mit Führungsfähigkeit zu tun. Ich habe auch in meinem letzten Webinar, da ging es um das Thema Führung in Zukunft, habe ich auch eine Studie präsentiert, die wir mit Zenger Volkmann, unserem Partner in den USA, durchgeführt haben. Und da kann man sehr, sehr gut sehen, je kompetenter die Führungskraft ist und vor allen Dingen Kompetenz definiert an den weichen Faktoren, Sozialkompetenz, Inspiring, Motivating, Developing, Others, umso höher ist die Bindung der Mitarbeiter, umso größer ist das Engagement, umso größer ist die Kundenzufriedenheit, die da als Ergebnis rauskommt. Und auch so die Frage, sind Sie bereit, für Ihren Chef so die extra Meile zu gehen, hängt es auch hier eindeutig wiederum zusammen. Ja, die Idee von heute ist, Ihnen vielleicht einen kurzen Einblick zu geben, welche Veränderungen sehen wir im Markt so auf uns zukommen, durchaus auch so ein Teil aus der digitalen Ecke, dann auch so das Thema, was verstehen wir unter emotionaler Intelligenz? Wir haben immer so diese beiden Bereiche, intrapersonell und interpersonell. Das eine hat mit sich selber zu tun. Bevor ich mich auf andere konzentriere, wie sagen wir auch so schön, eine Führungskraft muss sich erstmal selbst führen können, bevor sie andere führt. Und das ist schon einer der größten Hürden. Ich habe gerade vor kurzem ein Führungsseminar Extraordinäre Leadership durchgeführt. Da haben wir eine 360-Grad-Analyse eingesetzt. Und das Selbstbild und Fremdbild liegt da doch sehr oft eklatant auseinander. Und von daher so das Thema Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und Umgang mit anderen steht da im Vordergrund. Wie viele von Ihnen wissen, ich habe 1994 Insights MDI ja nach Zentraleuropa geholt und wir waren damals einer der Vorreiter, wenn es darum geht, Verhalten, persönliches Verhalten zu messen. Wir sind dann relativ schnell weitergegangen, haben gesagt, Verhalten ist das, was an der Oberfläche ist. Was viel wichtiger ist, was ist unsere Einstellung, unsere Werte, passt ein Mitarbeiter auch zu den Werten des Unternehmens?
Und mittlerweile ist die Weiterentwicklung, abgesehen jetzt von den Kompetenzfeldern, die wir darum anbieten, auch zum Thema emotionale Intelligenz und auch ein Test, den wir anbieten zum Thema emotionale Intelligenz dann weitergegangen. Die, die bis zum Schluss dabei bleiben beim Webinar, da ich möchte also nicht nur hier die Theorie und das Konzept und auch ein paar Case Studies vorstellen. Ich möchte durchaus Ihnen auch anbieten, dass Sie im Anschluss durchaus auch eine eigene Analyse mal bekommen. Das heißt, ich biete Ihnen an, wenn das Thema für Sie spannend ist, auch mal so einen kompletten Test zu machen, wo Verhaltenswerte und vor allen Dingen emotionale Intelligenz gemessen wird, dargestellt wird. Und dann haben Sie das im Wert von durchaus 300 € dann auch mal schwarz auf weiß als persönliche Standortbestimmung. Ja, ich freue mich drauf. Lassen Sie uns beginnen. Ich habe hier noch so ein paar Statements gefunden, die das Ganze recht gut trifft. Die Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen, an sich zu binden und ein konstantes Team aufrechtzuerhalten, wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Produkte werden austauschbarer. Natürlich müssen Sie innovative, gute Produkte haben, aber das ist heutzutage nicht mehr der Wettbewerbsvorteil. Und auch wenn man so die aktuelle Situation angeht, oder anschaut, vor einigen Jahren habe ich Vorträge gemacht, War of Talents. Da haben viele im Unternehmen immer noch so ein bisschen geschmunzelt, was für eine Idee das schon wieder ist. Der Krieg um Talente ist vollstens entbracht. Aktuell auch in den Medien. Viele Unternehmen haben die Auftragsbücher voll, sind nicht in der Lage, diese Kunden Projekte durchzuführen, weil sie nicht genügend Talente und Fachkräfte haben. Und die gute respektive schlechte Nachricht ist, es wird sich auch in Zukunft nicht bessern. Das wird eher schwieriger werden und da gehört das Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke und auch die Emotionalisierung meiner Mitarbeiter natürlich mit dazu. Und wer hat da den stärksten Einfluss? Da sind wir wieder bei den Führungskräften. Auch den Herrn Steve Jobs kennen die meisten sicher auch, wenn es Ihnen so geht wie mir. Ich habe da auch schon ziemlich viel investiert und zwar nicht in Aktien, sondern in die Produkte von Apple. Frage ist, Steve Jobs war ja perfekt als Führungskraft? Mit Sicherheit nicht. Aber eine Sache war auch klar und das war auch eines seiner Statements hier. Das Geheimnis meines Erfolges ist, dass wir außergewöhnlich viel Aufwand betrieben haben, um die besten Leute der Welt einzustellen. Ich sage mal, einzustellen ist das eine. Viele High Potentials werden angezogen durch eine attraktive Marke, aber ob die dann auch bleiben und ob sie performen, hängt dann aber wiederum von der Führungskraft ab. Das heißt, ich kann als Arbeitgebermarke auch nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren, mich interessant machen. Danach kommt die Realität und Sie kennen das alle in dem Moment, wo jemand neu im Unternehmen anfängt. Da gibt es so den ersten Eindruck. Ersten Eindruck sind so der erste Tag des Onboardings und die ersten 30 Tage. Und wenn da eine Führungskraft drumherum ist, die auch nicht mal Zeit für mich hat, und alles, dann sind da schon Weichen gestellt, die meistens in die verkehrte Richtung gehen. Hier auch nochmal gerade aktuell, Auszug aus der Welt. Fachkräftemangel wird zum Umsatzkiller. Ist das Risiko Standort Deutschland und die Länder auch drumherum. Das heißt, hier als Führungskraft ist die Herausforderung da. Natürlich haben wir auf der anderen Seite das Thema Digitalisierung, Automatisierung. Wir haben diese Chatbot-Funktionen, die immer mehr kommen. Das heißt, Sie kennen es vielleicht, Sie haben irgendein Problem mit einem technischen Produkt, versuchen über Internet die Hotline zu erreichen und dann ploppt auf der rechten Seite dann meistens in Form eines Avatars oder auch eines Bildes einer realen Person diese Chatbot-Funktion auf und die Frage ist dann, wie kann automatisiert sie da auch schon unterstützt werden und Dinge beantwortet werden. Aber ich glaube, wir kennen das alle. In dem Moment, wo wir nur standardisierten Antworten bekommen, ist die Lust dann relativ schnell auch wieder weg. Das heißt also die persönliche Note. Man geht sogar heutzutage mit dieser Chatbot-Funktion sogar so weit, dass sich in USA Mitarbeiter über diese Funktion bewerben. Das heißt, früher hat man erstmal geguckt, wie sind die Bewerbungsunterlagen aufbereitet und hat die schon aussondiert. Da findet heute mit Sicherheit auch da schon eine sehr große Umdenkungsperiode statt.
Auch diesen Part finde ich ganz gut. Da habe ich in den letzten Wochen auch diverse Artikel platziert. Die Rating-Republik, es gibt diverse internationale Unternehmen in den USA, aber auch sehr stark in Asien, wo das Thema Mitarbeiterbeurteilung, Rating, wie eine Hotelbewertung nach Sternen und so weiter stattfindet, was ich definitiv als Humbug auch sehe. Die Frage ist ja immer, wonach oder woran bewerte ich jemanden? Ich muss den Buchhalter sicher anders bewerten wie einen Vertriebsmitarbeiter oder eine Führungskraft. Das heißt, pauschal solche Ratings und Systeme drüber zu stülpen, sehe ich als sehr kritisch an, weil das genau das Gegenteil bewirkt, dass ich weg von der emotionalen Bindung, weg von der von dem individuellen Abholen, Ansprechen einer Person hin zu standardisierten Prozesse, und somit bin ich als Mensch nicht mehr als Mensch gesehen, sondern eher als ein digitales Medium sozusagen. Hier auch diverse Artikel, Human Resource oder jetzt auch aktuell wiederum Speakers Corner in Managerseminare. Algorithmen dürfen nicht über Menschen entscheiden. Ich glaube, da müssen wir uns auch ganz klar polarisieren und positionieren. Auf der anderen Seite ist das genau wiederum positiv für unsere Seite, wenn es um emotionale Fähigkeiten und Kompetenzen geht. Und abschließend hier in meinen einleitenden Slides. Wir sprechen oftmals von einer VUCA-World. Das heißt, das ist eine Welt, die sehr viel Unsicherheit mit sich bringt, wo gewisse Ängste da sind. Und eine Sache ist auch klar, je mehr wir auf der einen Seite Veränderung, Change, Digitalisierung und Dinge, die da auf uns zukommen haben, umso wichtiger wird die Rolle der Führungskraft, umso wichtiger wird das Thema Vertrauen, Charakter, Integrität einer Führungskraft. Bei Sanger Volkman, die 16 Kompetenzen herausgearbeitet haben, ist die mittlere Säule von Top-Führungskräften, ist das Thema Charakter, entsprechende emotionale Kompetenz, Fähigkeit, echtes Interesse am Mitarbeiter, weil das ist die einzigste stabile Komponente, das Vertrauen, was Menschen in den Zeiten von Veränderung, das sehen wir ja politisch, wie auch in Unternehmen momentan ja auch sehr, sehr stark. Zu meiner Person, wie schon gesagt, ich bin CEO der Scheelen Gruppe. 1990 das Unternehmen gegründet. Wir haben sehr früh angefangen mit Leistungspsychologie, Psychology of Achievement, 1994 auch Themen, dass wir in der Potenzialanalyse, für mich war wichtig, bevor ich jemand weiterentwickle, dass ich erstmal eine Standortbestimmung habe. Wir sind sehr früh auf den Bereich Einstellung und Soft Skills. Da habe ich ja diverse Bücher, insgesamt 11 Jahre mittlerweile auch gemacht, die diese Themen abgreifen. Heute sehr stark als Speaker, Referent. Letztes Jahr gerade aktuell in New York hat man eine große Veranstaltung und Phoenix, aber natürlich auch hier im europäischen Raum. Die Scheelen-Gruppe selber, 50 Mitarbeiter, 1200 Geschäftspartner, die mit uns zusammenarbeiten, die diese Tools und Konzepte, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, auch selber einsetzen für ihren eigenen Erfolg. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich Tools, Training und Consulting in den entsprechenden Ländern. Und die Links, das werden Sie auch gleich etwas genauer sehen. Beim Thema Messen von Soft Skills waren wir sehr früh mit diesen weichen Faktoren unterwegs. Wir haben links die ganzen Messmethoden von Kompetenzen über Verhalten, Werte, EQ, bilden darauf ab natürlich individuelle Trainingsprogramme maßgeschneidert. Für uns ist ganz wichtig, erstmal zu definieren, zu messen, links und dann individuelle Maßnahmen, also weg von Weiterbildung nach Gießkanne. Und im Bereich des Consultings, dort begleiten wir Unternehmen ganzheitlich, Kernkompetenz Unternehmen, Kernkompetenz Mensch. Auch immer mehr das Thema Talentmanagement, das heißt die Identifizierung von internen Kräften, weil vor der Tür steht keiner mehr. Und da ist die Frage, mache ich das eher so nach Gutdünken? Wer hat gerade Lust oder wer hebt gerade den Finger oder welche Führungskraft hat das Gefühl, ich habe da jemand, der Richtige wäre, hin zu strukturierter Potenzialanalyse und Entwicklung, weil eine Sache ist klar, wenn ich hier intern im Unternehmen gewisse Hoffnung bei meinen Talenten wachrüttle, dann ist es ja auch wichtig, die auch zu begleiten oder noch schlimmer, wenn wir die beste Fachkraft dann nachher auch zur Führungskraft machen, dann beginnt ja oftmals genau dieses Problem.
Für mich ganz wichtig, menschliches Potenzial. Wenn wir dieses messen, dann sind es für mich drei Bereiche. Wir sprechen auf der einen Seite von dem Thema Wie. Da sind wir auf der Verhaltensebene. Da möchte ich auch gleich einen ersten Einblick dazu geben, weil das hilft uns sehr gut, sich und andere besser zu verstehen. Selbstbild, Fremdbild, auch Wirkung auf andere, auch hier typgerecht kommunizieren und führen im Verkaufsprozess natürlich ganz wichtig. Die meisten Verkäufer kennen ihre Produkte vielleicht ganz gut oder hoffentlich, das ist glaube ich das Minimum, haben dann vielleicht auch noch ein paar Verkaufskurse besucht. Aber egal, wer zu Ihnen ins Geschäft reingeht oder zu welchem Kunden Sie rausgehen, jeder Kunde wird nach Schema F behandelt. Menschen ticken aber unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich. Und hier ist es sehr wichtig, in der Führung wie im Verkaufen das natürlich zu erkennen, zu berücksichtigen. Motive und Werte auch hier zu verstehen, was treibt mich an, was ist mir wichtig. Wir beschäftigen uns ja seit 5 Jahren auch sehr stark mit dem Thema Leistungserhalt, Stressprävention, mit Relief. Und in dem Moment, wo der Sinn nicht mehr da ist, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und mir die Frage stelle, was mache ich hier eigentlich, dann ist das Thema Resilienz, und Stress und Burnout oftmals dann auch schon wieder kritisch zu sehen. Auf der Kompetenzebene ist es natürlich auch wichtig, und selbst wenn wir über Kompetenzen sprechen, dann sind bei diesen Kompetenzen sehr viele Sozialkompetenzen auch mit dabei. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass immer mehr Zielgruppen, die früher vielleicht gar nicht mehr so offen waren, zu diesen weichen Themen, vor allen Dingen, weil natürlich ihre eigene Persönlichkeitsstruktur auch nicht so veranlagt ist. Ingenieure, Chefärzte, dass die sich mittlerweile um das Thema EQ, Sozialkompetenz mittlerweile kümmern und auch die in Unternehmen ganz gezielt trainiert werden. Das verbindende Element in der Mitte wäre dann emotionale Intelligenz, weil eine Person, die eine hohe emotionale Reife und emotionale Intelligenz besitzt, verbindet Verhalten, Werte und Kompetenzen. Das wäre so das Bindeglied von allen drei Bereichen. Und in dem Moment, wo Sie eine starke Verhaltensausprägung, starke Motive, starke Kompetenzen haben, aber nicht die Fähigkeit, mit sich und mit anderen umzugehen, fällt Ihnen das wahrscheinlich relativ schnell wieder auf die Füße. Last but not least, rechts unten haben wir dann die Stressanalyse, Stressindex, wo wir dann auch messen können, okay, wie nachhaltig sieht das Ganze aus, wie weit ist die Person auch langfristig leistungsfähig. Ja, lassen Sie uns beginnen. Für mich immer wieder so ein Erlebnis, auch wenn es darum geht, die richtige Person am richtigen Platz zu finden, dass viele Unternehmen, und ich sage immer, die beste oder billigste Personalentwicklung ist die Personalauswahl. Da steckt sehr viel Wahrheit dahinter. Das heißt, die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wen sie suchen. Und damit ist schon die Problematik, wenn Sie viele Stelleninserate heutzutage betrachten, wer wird da gesucht, dass da oftmals diese widersprüchlichen Informationen oder das drinsteht, was alle mittlerweile suchen, jung, dynamisch, flexibel und so weiter. Das heißt, wirklich mal herauszuarbeiten, was ist es, was die Person wirklich braucht. Auch vorher festzulegen, was ist es, was der Job tatsächlich braucht. Und je höher die Kompatibilität zwischen Person und Job ist, das hat auch Professor Lutz von Rosenstiel und Professor Erbenbeck in seinem Buch Handbuch der Kompetenzmessung, ist dann sehr früh definiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit Arbeitsplatzzufriedenheit, umso größer ist die Chance, dass wir diese Menschen auch emotional abholen und auch dann begeistern können. Hier das Thema Führung. Es gibt also diese beiden Wege der Führung. Und ich fand dieses Statement auch hier recht treffend. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Also die Hauptfrage ist, wie schaffen Sie es, andere Menschen zu befähigen? Ich treffe sehr oft in meiner Praxis im Bereich Consulting oder wenn ich mit Unternehmern spreche, auf Führungspersönlichkeiten, die mir ganz stolz erzählen, dass sie seit 5 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht haben. Und wenn sie es selber nicht machen, dann wird es nicht richtig gemacht. Sind ganz stolz drauf. Für mich ist das eher so ein Armutszeugnis. In dem Fall, das heißt, das Ziel muss sein, dass sie gute Leute entwickeln, empowern und auch hier weiter nach vorne bringen und sich selber vielleicht auch eher zurücknehmen. Das heißt, die beste Führungskraft ist die, die andere Führungskräfte hervorbringt. Da haben wir ja vielleicht auch in der Politik nicht unbedingt die besten Beispiele, aber auch in der Praxis finde ich das ein gutes Statement. Erst wenn sie andere Führungskräfte erfolgreich gemacht haben, dann sind sie ein echter Leader.
Und wir sehen es heute immer noch sehr stark, dass der Boss stolz ist, dass die Mitarbeiter eine hohe Ehrfurcht haben. Das ist für mich so die Frage, wie viel Ehr und wie viel Furcht steckt da drin? Oder sind sie der Leader, der eben den Mitarbeitern den potenziellen Raum gibt, sich zu entfalten, über sich hinauszuwachsen? Und ich habe da immer so, es gibt ja unterschiedliche Managementstile. Management bei Helikopter, auftauchen, viel Wind machen, schnell wieder weg sein, wobei schnell weg sein kann ja auch wieder gut sein als Führungskraft. Oder ich fand das Beispiel eigentlich sehr treffend, Management bei Friedhofsgärtner. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, 1000 Leute unter sich, aber zu keinem Kontakt. Da sind wir bei dem Thema emotionaler Intelligenz natürlich schon mal recht gut aufgestellt, weil wenn ich die Bindung nicht habe, dann tue ich mich da natürlich schwer. Für mich auch ganz wichtig bei emotionaler Intelligenz oder auch bei den Schulungen, die wir selber durchführen in Unternehmen, wenn wir Kompetenzen definieren für Führungskräfte je nach Führungsebene. Hier kommt sehr, sehr stark rein, dass wir mittlerweile ja 4 Generationen im Unternehmen haben. Wir müssen uns im Klaren sein, und es gehört für mich für eine emotionale Reife auch dazu, dass ich verstehe, dass ich diese 4 Generationen unterschiedlich abholen muss. Denn diese 4 Generationen sind ja auch durch unterschiedliche Werte geprägt, ohne jetzt eine Wertung reinzubringen. Und was man hier sieht bei der Kategorie der Veteranen, und wir sehen ja auch aktuell im Bereich Automotive, was die Konsequenz von solchen Patriarchen ist in Unternehmen. Aber bei den Veteranen ist es so, dass die Hierarchiegläubigkeit bei 61% war oder ist. Das heißt, jemand auf dieser Seite würde ihre Führungskompetenz auch kaum in Frage stellen. Arbeit, Disziplin ist eine ernste Angelegenheit. Das waren eher so die prägenden Werte. Das heißt, der Chef hatte dort auch ein sehr hohes Ansehen, und wenn der Chef das gesagt hat, dann war das so, ja. Das hat sich in den letzten Jährchen doch ein bisschen geändert. Wir haben dann so die Kategorie der Babyboomer, in der stecke ich auch noch drin. Da ist die Hierarchiegläubigkeit so bei 42% mittlerweile vielleicht angekommen, und die Werte sind eher Kooperation, diplomatisch, Win-Win von der Ausprägung her. Und entsprechend führt man diese Menschen natürlich auch so. Bei der Generation X, da haben wir so das Thema Hierarchiegläubigkeit natürlich auch wieder nur noch bei 35%. Also hier, nur weil ich Chef bin, ist es definitiv nicht der alleinige Motivator. Geprägt sind ist diese Generation durch Spaß, Individualität, Jobwechsel, Jobhopping. Früher war es so, bei einem Unternehmen in die Lehre zu gehen und dort in Rente zu gehen, war eigentlich der Traum von jedem Mitarbeiter. Das hat sich sehr stark geändert. Heute wird zum Teil nur noch in Projekten gearbeitet. Das heißt, auch hier brauche ich ein ganz anderes Umfeld, andere Werte, andere Motivation auch. Und wenn ich einige meiner Kunden besuche, dann habe ich manchmal so das Gefühl, speziell in IT-Unternehmen, ich dachte erst, ich wäre da irgendwo auf so einem Spielplatz oder in so einem Game Center gelandet. Von Tischfußball über jeglichste Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten während der Arbeitszeit. Aber diese Unternehmen sehen den Mitarbeiter natürlich ganzheitlicher, wenn einer den ganzen Tag nur am PC sitzt und in diese viereckige Kiste reinguckt und dann auch linkshirnisch, dann auch wieder oder rechtshirnisch kreativ sein soll. Und danach, ich glaube, da gehört schon so der Übergang zwischen Privat und Geschäft sehr stark mit rein. Und wenn wir in der Generation Y sind, das Stichwort, also hier Hierarchiegläubigkeit taucht schon gar nicht mehr auf. Das wird auch relativ schnell in Frage gestellt, nur weil sie als Chef irgendwas als Ansage bringen. Sie wissen ja, warum die Generation Y heißt. Die stellen relativ schnell die Frage, why do I have to do that? So in der Richtung, die fragen natürlich dauernd nach dem Warum. Danach hat das mit Sicherheit ein Part, warum die mehr die Hintergrundinformationen, den Sinn der Tätigkeit hinterfragen. Neue Medien, Multitasking, klar, damit wachsen die natürlich auf. Aber wir wissen auch, dass die Feedback-Kultur bei der Generation viel stärker ist. Die wollen viel mehr Feedback haben. Einmal im Jahr so ein Jahresgespräch, wo wir ja noch ganz stolz drauf waren, dass wir das als Unternehmen angeboten haben, ist hier vielleicht ein bisschen wenig angebracht, sondern hier ist eine starke Einbindung, starker Austausch im Vordergrund. Und was man heutzutage auch ganz klar sagen muss,
Wir haben oftmals so die Situation von, wir nennen das Reverse Coaching. Das heißt, früher war es so, dass die Veteranen den Jungen vielleicht erklärt haben, wie die Welt funktioniert. Wenn Sie heute die technischen Geschichten, technologischen Dinge angucken, da ist es genau umgekehrt. Die Generation Y oder Z sogar erklärt dem Rest der Welt, wie das Leben und die Welt funktioniert. Hat sich da natürlich schon einiges verändert. Für Sie als Führungskraft natürlich wichtig auch zu verstehen, okay, wenn ich eine hohe emotionale Reife habe, auch eine hohe Empathie, dass ich auch wahrnehme, wen habe ich vis-à-vis, dass ich hier nicht mehr mit einem Führungsstil, mit einer Ansage alle erreiche, sondern dass ich hier schon natürlich die Bandbreite etwas mehr auffächern muss. Ja, das vielleicht so ein paar einleitende Gedanken und Worte. Wo stehen wir heute? Wo sind wir? Lassen Sie uns doch als nächstes mal Schritt für Schritt so näher in die Welt eintauchen. Was Sie hier sehen, was mich betrifft, so zahle ich für die Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, mehr als für irgendeine andere auf der Welt. Ich sagte damals Rockefeller, das ist das, was hinter EQ ja durchaus auch steckt. Und wenn Sie heute schauen, das Thema emotionale Intelligenz, ich weiß nicht, wie viele Bücher, Bestseller, Artikel, ja, alleine wie viele Artikel ich auch zu dem Thema schon gemacht habe, mittlerweile taucht es in allen Medien auf. Und für mich, wenn wir in das Thema einsteigen, gibt es ja auch so zwei Regeln. Wir sagen immer, es gibt die goldene Regel und die Platin-Regel. Und das ist so die Basis für Insights auch. Die goldene Regel lautet, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Viele sagen, das ist doch schon mal ganz nett, das ist schon mal ein edler Ansatz. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass ihr Gegenüber, aller Wahrscheinlichkeit 2/3 der Menschen werden so sein, eben nicht genau gleich ticken wie sie. Und da kommt natürlich die Problematik dann auch her. Das heißt, wenn Sie die genauso behandeln, wie Sie behandelt werden möchten, dann führt das relativ schnell in die Sackgasse. Die Platin-Regel lautet eigentlich mehr, behandle andere so, wie Sie behandelt werden möchten. Und das ist auch das, was bei EQ dann nachher in dem Bereich Empathie, wie kann ich mein Gegenüber wahrnehmen, lesen, so dass ich verstehe, wie tickt mein Gegenüber und welche Sprache brauche ich da? Das heißt, welche Knöpfe muss ich drücken und welche Fettnäpfchen sollte ich möglichst vermeiden? Und wenn ich so überlege an viele Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, ist da immer noch ein riesen Gap da. Dann ich bin schon froh, wenn viele von denen mit der Regel 1 funktionieren danach. Ja, weiter geht's. Hier auch vorhin schon mal angesprochen, das ist eine Studie, die Egon Zehnder durchgeführt hatte. Ich hatte damals die Möglichkeit, bei der Vorstellung eines ihrer Bücher dabei zu sein. Und Egon Zehnder ist ein Headhunting-Unternehmen, primär in der Schweiz, aber international tätig. Und die vermitteln Führungskräfte. Und der Partner von Egon Zehnder in Südamerika ist irgendwann auf die Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, wäre doch mal interessant, wir haben schon so und so viele Führungskräfte weltweit vermittelt. Wir messen alle drei Bereiche in Assessments. Das eine ist natürlich die Erfahrung in der Führung, das andere ist emotionale Intelligenz und IQ. Gibt es irgendwelche Prädiktoren, die auf Erfolg schließen können? Und das Erste, was man sich angeschaut hat, ist der Bereich Erfahrung. Das heißt, wenn eine Führungskraft Führungserfahrung in einem anderen Unternehmen hatte, ist das automatisch ein Prädiktor für Erfolg. Sie sehen 70 Einheiten rechts, aber bis zu 85 links. Das heißt, es waren mehr dabei, die Führungserfahrung hatten, die dann aber Schiffbruch erlitten hatten, wie umgekehrt. Das heißt, und das ist auch das, was wir momentan stark finden. Führung früher, ich sehe das, Führungskräfte sitzen bei uns in den Seminaren mit verschränkten Armen, sagen, Herr Scheelen, ich mache dieses Business schon seit 15 Jahren, 20 Jahren. Was wollen Sie mir jetzt noch beibringen? Sage ich, Kompliment. Schön, dass Sie das schon so lange machen, aber vielleicht sah früher eine Führung anders aus, wie es heute ist. Und die eine Sache kann ich Ihnen ganz klar sagen, Führung in Zukunft wird ganz anders aussehen, wie das heute läuft. Das heißt, auch hier, so Führung, wie ich das immer gemacht habe, ist kein Prädiktor. Springen wir noch nach unten, IQ, Intelligenzquotient. Es waren mehr Menschen dabei, die einen hohen EQ hatten, IQ, die Schiffbruch erlitten hatten, versus die damit erfolgreich waren. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass IQ gar nicht wichtig ist, aber es ist kein alleiniger Prädiktor für Erfolg. Und die meisten Intelligenztests, selbst bei Assessments, sind mittlerweile auch abgeschafft worden.
Genau aus diesen Gründen. Und wenn Sie schauen, emotionale Intelligenz, EQ, das war der stärkste Prädiktor für Erfolg. Und interessant ist, dass eine Säule links, die da so etwas heraussticht, die weiße Säule, das ist Japan oder Asien generell. Da waren viele dabei, die hatten eine hohe emotionale Fähigkeit, aber trotzdem nicht erfolgreich. Hängt natürlich kulturell oder auch mit dem Führungsstil zusammen. Das heißt, jemand, der eine hohe emotionale Intelligenz hat, aber der Chef immer recht hat. Und das wäre unvorstellbar. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, dass wir eine 360, 360-Grad-Analyse für Führungskräfte durchgeführt haben. Das wäre unvorstellbar. In Asien ein 360. Ich bewerte meinen Chef danach oder ich gebe Informationen oder Feedback oder sonstiges an meinen Chef. Da gibt es natürlich dann oftmals gewisse Bruchstellen dann auch. Ja. Ja, los geht's. Die Frage ist, wie sehen wir uns selbst? Beginnen wir doch erstmal bei uns selber, bevor wir auf das Gegenüber rübergehen. Und auch hier vielleicht generell bei dem Insights MDI-Einsatz oder Ansatz, denken Sie dran, es geht nicht darum, Menschen zu bewerten. Und das gehört auch für mich als Herausgeber solcher Verfahren mit dazu. Und hier ist es auch ganz wichtig, das bauen wir in jedes Coaching, jedes Seminar ein. Insights ist ein Beschreibungsmodell. Es gibt uns eine Orientierung danach. Es bezieht sich nicht auf die Persönlichkeit alleine. Oder andersrum gesagt, Verhalten ist nur ein Teil der Persönlichkeit. Es ist ein Instrument, das so das unterschiedliche Verhalten von Menschen sichtbar macht. Und wie ganz wichtig, es gibt kein Gut oder Schlecht. Jede Persönlichkeitsstruktur hat absolute Stärken, aber hat natürlich auch Schattenseiten. Und was mir wichtig ist, hier gleich auch aufzuzeigen, in dem Moment, wo ich eine gewisse Präferenz, Persönlichkeitspräferenz übertreibe, dann kippt sie auch relativ schnell danach. Das heißt, wenn eine Stärke übertrieben wird, wird es auch relativ schnell zu einer Schwäche dann auch. Ja, lassen wir uns beginnen. Sehen Sie es, wenn wir über das Thema EQ oder Insight sprechen, mehr als eine Orientierungshilfe, ein Instrument, sich zurechtzufinden. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Navigationssystem. Ich bin ja noch in der Zeitalter, in dem Zeitalter unterwegs gewesen, wo wir so Faxe geschickt bekommen haben mit Landkarten drauf, wo das Seminarhotel sich befindet. Wie funktioniert ein Navigationssystem? Eigentlich uraltes System, klar, da schwirren Satelliten rum, aber im Prinzip haben wir ein Koordinatensystem, Norden, Süden, Osten, Westen. Das heißt, das System weiß über die Satelliten, wo sie sind, sie geben ein, wohin sie wollen, über die Karte berechnet der Weg. Was uns oftmals fehlt, im Umgang mit anderen Menschen, ist eben genau dieses Satellitensystem oder dieses Orientierungssystem. Und da möchte ich jetzt etwas näher drauf eingehen. Ganz wichtig, jeder Mensch ist einzigartig, aber wenn es um das Thema Verhalten geht, zeigen wir da ähnliche Verhaltensmerkmale. Tauchen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit ein. Einer der ersten, die sich mit dem Thema Persönlichkeit und Verhalten auseinandergesetzt haben, war Hippokrates, bekannt auch durch seine Muster. Da hat man über Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker gesprochen und man hat es damals auf Körperorgane oder Säfte geschlossen, warum sich jemand so und so verhält. Ist mittlerweile natürlich ein bisschen überholter. Dr. Jung oder Dr. Jacoby, die Persönlichkeitspräferenzen auch 1912 angeschaut haben. So ein bisschen Weiterentwicklung. Parallel hat Dr. William Marston in den USA geforscht mit dem DISC-System. Dann gab es zwei Damen, Myers und Briggs, die auf dieser Jung'schen Theorielehre aufgebaut haben. Und last but not least, wir haben diese Ansätze eigentlich aufgegriffen und dann in ein System, ein psychometrisches System, übertragen, um das einfach zu verfeinern danach. Gucken wir uns aber nochmal die Hintergründe an. Es ist wichtig, dass wir Menschen anerkennen, aber auch nehmen und die Eigenarten dann auch entsprechend behandeln oder auch die richtig abholen. Und ich habe vorhin über das Navigationssystem gesprochen. Navigationssystem, wenn es um das Thema Verhalten geht, wäre durchaus, und das sind die Jung'schen Präferenzen, ohne Wertung. Es gibt Menschen, die sind extravertiert oder introvertiert. Extravertiert sind Menschen, die sehr nach außen gerichtet sind, sehr kontaktfreudig,
Lieben Interaktion, brauchen auch unbedingt, um ihre Energie aufzutanken, die Interaktion mit anderen Menschen. Denen fällt es natürlich leicht, Smalltalk zu machen und auf Leute zuzugehen. Introversion, auch hier, das sind Menschen, die eher zurückhaltender sind. Die tun sich am Anfang schwer, Kontakt zu machen, das Eis zu brechen. Wenn sie in einem sehr intimen Kreis sind, Familie, Freunde, da können die dann schon auftauchen, aber grundsätzlich ein introvertierter Mensch eher, der sagt, ich kann die beste Performance bringen, Tür zumachen, meine Ruhe haben und hier für mich arbeiten. Das sind so zwei Himmelsrichtungen. Woher beziehe ich Energie? Wenn Sie extrovertiert sind und Sie haben einen stressigen Tag, dann brauchen Sie abends mit Sicherheit Leute, mit denen Sie sich austauschen können. Umgekehrt, wenn Sie eher ein introvertierter Mensch sind und Sie haben den ganzen Tag Kontakt mit Menschen, dann gehen Sie nach Hause und sagen, uff, jetzt brauche ich erstmal Zeit für mich selber, jetzt muss ich erstmal so ein bisschen Ruhe reinbringen und die Kraft von innen auftanken. Das heißt, links wäre dann eher so der ruhige, besonnene Mensch. Auch das ist das, was er auch erwartet von seinem Umfeld, wenn jemand auf ihn zukommt. Rechts enthusiastisch, euphorisch, das heißt, wenn der ein Produkt kauft, dann will der auch emotional abgeholt werden und begeistert werden. Und wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der so auf dieser extrovertierten Seite ist oder Sie als Chef so sind, das ist Thema Inspiring, Motivating ist mit Sicherheit einer Ihrer Stärken. Aber es kommt vielleicht nicht überall an. Ja. Das heißt, hier sieht man auch, wie gehe ich mit Informationen ran, wie gehe ich mit Energien um und so weiter. Introvertierte brauchen die Privatsphäre, brauchen die Distanz. Das merken sie auch körpersprachlich. Die kommen erstmal auch verschlossener auf sie zu. Und wenn sie da zu viel Extroversion zeigen, dann nehmen sie denen schon die Luft zum Atmen. Extrovertierte, die strahlen, das nehmen sie über die Augen, über die Körpersprache, über die Stimme, über die Modulation natürlich auch sofort wahr. Introvertierte beziehen die Kraft von innen, deswegen auch die Ruhe in sich zu kehren, wobei mein Tipp auch an Extrovertierte ist durchaus, mal eine introvertierte Welt wahrzunehmen, auch da mal aufzutanken, weil selbst als Extrovertierter wäre es mal ganz gut, die Kraft von innen zu holen, aber grundsätzlich braucht der Extrovertierte den Kontakt mit anderen, um da auch aufzutanken. Außenwirkung. Der Introvertierte wirkt natürlich oftmals verschlossen. Ich kenne viele Introvertierte, die haben Panik davor, an einen Kongress oder an eine öffentliche Veranstaltung zu gehen. Das Thema Smalltalk ist ein absoluter Horror für die, was natürlich für einen Extrovertierten Menschen das Einfachste der Welt ist, aber der wirkt vielleicht auch durchaus bedeutend oberflächlicher als extrovertierter Typ, weil er natürlich dauernd am Reden ist und übertreibt und Superlativen benutzt auch und so weiter. Und da merkt man schon auch so diese Unterschiede. Denken Sie dran, keine Wertung. Je nach Position, also wenn ich hier einen neuen Job besetze, wenn ich einen Vertriebsmann suche, dann vielleicht eher eine gewisse Extraversion, der Spaß hat, auf Menschen zuzugehen. Wenn ich jemanden in der Buchhaltung suche, dann würde ich wahrscheinlich eher den introvertierten Typ nehmen, der die Tür zumacht und weniger über die Zahlen redet. So kommt dann auch unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Präferenzen entsprechend drüber. Dann gehen wir auf die zwei weiteren Ebenen. Aufgabenorientiert versus menschenorientiert. Also rot-blau wäre Aufgaben, grün-gelb wäre menschenorientiert. Das heißt, bin ich eher der Bauchtyp, ist für mich Harmonie, Gefühl und auch das Wording sehr bauchorientiert, menschlich, da menschelt's auch so. Oder sind Sie eher jemand, der sehr logisch, rational, sachorientiert rangeht, vernunftgesteuert ist? Und je nachdem, wo Sie auf dieser Achse sind, können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein logisch rationaler Mensch sind und Sie treffen auf einen emotionalen Mensch, dass Ihr Wording und auch das, was Sie interessiert und so weiter, natürlich auch eher weniger interessiert. Und wenn Sie eine Führungskraft sind oder ein Verkäufer sind, der sehr logisch rational ist und trifft auf einen menschenorientierten und Sie bringen die tollsten Argumente, werden Sie Ihr Gegenüber trotzdem nicht erreichen. Umgekehrt natürlich genauso wenig. Das heißt, der logische Mensch, der Denktypus sozusagen, geht sehr sachorientiert an Dinge ran. Logisch, Sache, Struktur. Der emotionale Mensch, der geht eher so über die Bauchebene. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir danach? Wenn Sie den Denktyp fragen, wie er sich fühlt, sagt er, weiß ich nicht. Ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wie wirkt jemand, der sehr logisch rational ist, erstmal kühl, distanziert, auch Mimik, Körpersprache. Der emotionale Mensch, sprunghaft, Kraus im Kopf, von einer Idee auf die andere springend
oder auch im Gespräch springt er andauernd von einem Subject aufs andere. Das heißt, wenn man diese Koordinaten wie so ein Navigationssystem aufmalt, und mein Tipp an Sie wäre, schätzen Sie sich durchaus doch da mal ein. Wir haben rechts Extraversion nach außen gerichtet, kontaktfreudig, wir haben links introvertiert nach innen gerichtet, oben aufgarantiert, unten menschenorientiert. Das heißt, es gibt natürlich auch die Kombination in diesem Konzept. Das heißt, extrovertierte Denker, extrovertierte Fühler, extrovertierte, introvertierte Fühler, introvertierte Denker. Und somit kommen wir insgesamt natürlich auf ein gewisses Schema, das wir mit den Farben verbunden haben, weil Farben sind neutraler. Lüscher war ja einer der ersten, die diese Idee mit der Bedeutung der Farben assoziiert haben, das kulturübergreifend übrigens. Das heißt, der extrovertierte Denker ist so der Machertyp, rot bestimmt risikofreudig. Der extrovertierte Gefühlsmensch ist eher so die gelbe Ecke, aufmunternd, schwunghaft. Der introvertierte Gefühlsmensch ist eher gelassen, mitfühlend, der grüne. Und blau wäre dann eher so scharfsinnig, anspruchsvoll. Das wären so die Grundtendenzen. Da hinten dran ist natürlich auch das Jungsche Muster. Wir sehen hier fordern, entschlossen, willensstark wäre so das rote Muster. Und das ist so das Thema Selbstwahrnehmung. Der gelbe, extrovertiert, begeisterungsfähig, enthusiastisch, so würde er sich beschreiben. Der grüne sagt Vertrauen, ermutigen, mitfühlen, das ist mir für mich wichtig. Und der blaue, vorsichtig, präzise, besonnen. Das ist das Thema Selbsteinschätzung. Wie sehe ich mich selber? Und hier ist auch wichtig zu schauen, die richtige Person am richtigen Platz. Es gibt kein Profil, was pauschal besser oder schlechter ist. Aber die Gefahr, die dahinter steckt, ist unsere Brille, ob wir wollen oder nicht, ist farblich natürlich geprägt. Das heißt, der Rote sieht die Welt durch die rote Brille und wertet sie natürlich auch und umgekehrt natürlich genauso. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, rechts oben fordernd entschlossen sieht der Rote sich, aber die Frage ist ja, der gegenüberliegende Mensch, der introvertierte Gefühlsmensch, wie nimmt der den Roten wahr? Der sieht ja nicht als fordernd entschlossen, sondern eher antreibend, beherrschend, intolerant und so weiter. Und umgekehrt natürlich genauso. Der Gelbe sagt, Mensch, Enthusiasmus, Optimismus, eine tolle Sache. Der Blaue sagt, der ist ja nur erregt, hektisch. Der Grüne sagt von sich selber, Mensch, ich bin Vertrauensmensch, mitfühlend. Der Rote sagt, Mensch, der nimmt alles persönlich, dauernd beleidigt, stur. Und bei Blau von vorsichtig präzise hin zu steif emotionslos. Und da sieht man auch dann, ohne jetzt eine Wertung reinzubringen, je weiter zwei Menschen voneinander entfernt sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit dem Gegenüber schwer tun. Das ist in der Führung so, das ist im Verkaufsprozess so, das ist übrigens auch in der privaten Beziehung so. Wobei im Privaten, was zieht sich an? Gleiches, Gleiches oder Gegensätze. Was natürlich eine Herausforderung ist, wenn Rot-Grün anzieht, weil der Rote möchte zwar schon Recht haben, das Zepter in der Hand haben, aber das Schlimmste für den Roten ist, wenn jemand immer nur Ja und Amen sagt, danach oder verliert er den kompletten Respekt davor, im Privaten wie im Geschäftlichen. Das heißt, die Spielregeln muss man da schon kennen. Auch interessant, so die sportlichen Mottos. Das Roto der Motto der Roten, Gewinn ist nicht alles, es ist das Einzigste. Der Zweite ist so der erste Loser, ist so das Motto. Das heißt, wenn der Rote was macht, dann will er schon dabei sein. Bei den Gelben ist es so, Gewinn ist nicht alles, Hauptsache wir haben Spaß. Bei den Grünen, Gewinn ist nicht alles, Hauptsache wir machen Freunde. Und wie ist es bei den Blauen danach? Gewinn ist nicht alles, Hauptsache die Regeln wurden eingehalten. Und da sieht man auch so, welche Knöpfe muss ich wo drücken, wer ist durch was motiviert, gefordert. Und wenn Sie zu einem Roten sagen, Mensch, das schaffst du sowieso nicht, das ist, glaube ich, einer der stärksten Motivatoren, die Sie bei demjenigen drücken können, weil dann sagt er, jetzt erst recht, dem werde ich es zeigen. Wenn Sie zum Grünen sagen, das schaffst du sowieso nicht, dann sagt der wahrscheinlich, habe ich mir auch schon gedacht und für ihn ist das Thema durch. Das heißt, auch hier ganz wichtig, zu erkennen, mit wem habe ich es gegenüber zu tun und welche Strategie führt da zum Erfolg. Hier so die Insights-Typen, rechts oben, lass uns aufhören zu schwatzen, links unten, wie geht's deiner Mutter, was macht das Baby, da merkt man schon, die reden nicht auf der gleichen Wellenlänge, rechts unten, hohe Extraversion, euphorische Körpersprache und der introvertierte Blaue, so perfekt organisiert für einen spontanen Vortrag. Hier sieht man, dass da schon unterschiedliche Welten natürlich aufeinandertreffen.
Und der Verkäufer, der hoch extrovertiert, begeisterungsfähig den Blauen anspricht, der kriegt schon Panik. Und wenn Sie den Blauen dann noch anfassen und auf die Schultern klopfen, dann können Sie wahrscheinlich schon einpacken, obwohl das Produkt oder die Dienstleistung perfekt funktioniert hat. Oder Sie als Führungskräfte in die blaue Abteilung Buchhaltung gehen und erstmal die Leute anfassen, auf die Schulter klopfen und erstmal einen Witz loslassen, bevor Sie gesagt haben, um was es geht, kommt vielleicht nicht ganz so gut bei diesen Menschen an. Für mich auch wichtig zu verstehen, welche Produkte werden durch welche Farbtypen entsprechend angezogen oder angesprochen. Wir haben ein Riesenprojekt für eine Privatbank in der Schweiz durchgeführt. Da haben wir eine vierfarbige Finanzanalyse gemacht. Das heißt, wir haben die Finanzzahlen in Bilder für die Roten, an Überschriften für die Roten und so weiter gepackt, für die Gelben und so weiter auch. Das heißt, gleiches Produkt, aber das farbtypologisch übersetzt in die entsprechenden Welten. Und siehe da, Kundenzufriedenheit nach oben gesprungen, Umsatzerwartungen viel höher und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo ich schaffe, die Sprache meines Gegenübers anzusprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch die richtigen Produkte platziere. Das heißt, wenn ich ein Produkt für den Roten habe, dann ist das Wichtigste, dass er der Erste und der Einzigste ist, der das Produkt hat, mit hohem Risiko. Beim Grünen, der würde wahrscheinlich da schon relativ schnell Panik kriegen. Produkte rot sind exklusiv, Produkte gelb sind eher so Innovationsprodukte. Mini ist ein typisch gelbes Produkt, können Sie blau rational niemals verkaufen. Wir waren damals involviert bei der Auswahl der Mini-Verkäufer als Beispiel. Bei Grün ist es so, Reisezeit ist Familienzeit, da hat man Zeit miteinander zu reden, sich auszutauschen, danach wohlfühlen. Auch da, und der Blaue, der will natürlich wissen, was ist da drin, wie funktioniert die Technik. Der Blaue zählt auch nach, ob da alles eingebaut ist, der will es verstehen und so weiter. Und das können Sie sich vorstellen, der Blaue mit der ganzen Technik. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Auto gekauft haben, wahrscheinlich schon. Gehen Sie mal in ein Automobilgeschäft, die erzählen Ihnen von Verbrauch und Technik und Hubraum und Zeugs. Die Werbung von den Automobilherstellern ist hundertprozentig emotional. Und das ist genauso die Krux, dass wir da oftmals natürlich stecken bleiben. Ja. Führungsstile natürlich genauso. Der rote Führungsstil oftmals sehr direkt. Der gelbe eher laissez-faire. Der grüne eher so der soziale Führungsstil. Und der blaue Führungsstil ist eher so der bürokratische. Keine Wertung. Die Frage ist, in welcher Situation? Und denken Sie dran, unter Stress verstärkt sich eher unser Grundverhalten. Und da habe ich natürlich das Problem, dass dann mein typischer Stil noch verstärkt wird. Und es wäre vielleicht besser, da eine neue Farbnuance mit reinzunehmen. Auch die politischen Ansagen, Ansätze und so weiter sind da natürlich wahrnehmbar. Wer ist so eher der droht versus der Beharrer? Ja, der Vermittler. Wer kommt gut an, beliebt, aber wenig auf die Straße gebracht? Und wer ist bei uns in Deutschland? Ich glaube, da sind wir ja sehr gut aufgestellt. So alles beim Alten lassen, ja nichts provozieren, ja nichts groß verändern und so weiter. Ja. Ganz wichtig für mich, so als Zusammenfassung, der Eindruck, den wir bei anderen Menschen hinterlassen, ist nicht eine objektive Geschichte, sondern das ist meistens ein Merkmal, das heraussticht. Und jetzt ist die Frage, dieses Merkmal, bleiben wir mal bei dem Roten, ist das jetzt eher eine absolute Stärke, die da rüberkommt, oder ist es eben die Dominanz beim Roten, die da mit reinspielt? Und das heißt, das Erste, wenn man über sie spricht, wäre dann eben so die rote Dominanz und das Negative. Und das ist für uns auch wichtig, deswegen Selbsterkenntnis, Selbstbild, Fremdbild herauszufinden. Wenn man über mich spricht oder wie werde ich denn wahrgenommen als Führungskraft oder als Verkäufer? Ist das eher eine Schattenseite, was Negatives, was viele vor allen Dingen auch im Team so sehen? Oder ist es wirklich eine Stärke? Und deswegen ist auch so ein Profil, so ein Check-up, wenn man so eine Insights-Analyse mal macht, wichtig. Was wir nämlich hier machen, ist, natürlich sind die vier Farben sehr plakativ. Aber die Frage ist ja, wenn man das weiter auffächert, und wir haben bis zu 60 Positionen auf dem Rad insgesamt, und gucken uns an, was ist dein Naturell, was davon nutzt du im Job? Und auch da hohe emotionale Reife ist, dass mein Führungsstil authentisch ist, nur dann bin ich auch glaubwürdig. Das heißt, wenn Punkt und Stern ziemlich weit auseinander ist, wie bei dem Beispiel jetzt hier, das ist eine Führungskraft, die hohe Grünanteile, hohe Vertrauensanteile im Naturell hat,
nach außen, die aber komplett in den Keller fährt, dadurch natürlich auch weniger authentisch ist, viel Energie aufwenden muss. Und darum ist es wichtig, emotionale Intelligenz, sich seines eigenen Verhaltensspektrums auch bewusst zu sein. Spannend auch hier, wenn man unterschiedliche Teams anschaut, die wir hier haben. Eine Person links, die ganze Mannschaft rechts oben. Da wissen wir natürlich auch, wie geführt wird, autoritär dominant. Derjenige grün, der zieht sich noch mehr in die grüne Welt zurück. Also den haben wir dann schon auch verloren. Das kann man, glaube ich, in so einer entsprechenden Dynamik recht gut dann auch wahrnehmen dann. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Auch hier so die Teamdynamik, rechts der Chef, links die Mannschaft, einer flüchtet vom Chef. Also man sieht auf einen Blick, was läuft da konkret ab. Oder was man hier sieht bei diesem Team, das ist ein Team, das sehr stark in der Veränderung steckt. Wenn Sie auch das Spagat, die Bewegungen stecken, sehen hier Angst, Job nach Vorschrift zu machen, sieht man da schon so die Dynamik. Ein zweiter Bereich, auf den ich nur kurz eingehen möchte, ist das Thema des Warums, unserer Werte. Für mich ganz wichtig, eine Führungskraft, die ein rotes Verhalten hat, aber vielleicht hochsoziale Motive hat, ist eine ganz andere Führungskraft, wie eine Führungskraft, die hochrot ist, aber ein hochindividualistisches, machtorientiertes Motiv hat. Auch das ist natürlich eine Sache, die man hier sofort wahrnehmen kann. Das heißt, die Werte unterstützen eigentlich unseren Antrieb danach und zeigen auch, was ist mir wirklich wichtig. Hier bei dem Beispiel ist eine Person, die ist hoch theoretisch, hochwissenskompetenzorientiert und hat aber ein altruistisches und machtorientiertes Motiv. Da kommt also eine ganz andere Dimension rein. Und für mich ganz wichtig, wenn ich jemanden einstelle, dann schaue ich zuerst auf die Werte und dann das Verhalten. Die Werte initiieren das Verhalten. Über mein Verhalten trage ich dann diesen Konflikt möglicherweise nach draußen. Aber die Werte ist das oder sind das prägende Element. Ja, dann kommen wir noch zum Abschluss, genau zu dem Thema emotionale Intelligenz, zu dem verbindenden Element hier auch. Und hinter emotionaler Intelligenz, wie sehen Sie sich selbst? Welche Emotionen nehme ich meinen Gefühlszustand auch entsprechend wahr als Beispiel? Und wenn man EQ anschaut, dann wäre der erste Schritt, wir haben die intrapersonelle und die interpersonelle. Bei interpersonell geht es Umgang mit anderen und bei intrapersonell danach geht es um die eigene Geschichte. Und dafür, die fängt natürlich mit der entsprechenden Selbstwahrnehmung an. Das heißt, eigene Gefühle und so weiter verstehen. Auch nehmen wir mal das Beispiel Rot, die Rotdominanz, sich seiner Emotionen, Gefühle, Wirkung bewusst zu sein. Das zweite ist dann die Regulierung. Wenn ich hochrot bin, bin ich in der Lage, wenn ich jetzt ein genervtes Telefonat habe, dann mich wieder runterzubringen. Und die Motivation ist dann die intrinsische Motivation, hohe Leistungsbereitschaft. Und selbst wenn ich eine hohe Selbstwahrnehmung und eine hohe Regulierung habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich intrinsisch motiviert bin, natürlich viel, viel höher. Das wäre Teil 1. Das zweite, was daraus resultiert, wäre dann das Thema Empathie. Wie Sie es hier sehen, dann auch, und das kann man auch hier recht gut sehen, ist die Fähigkeit, Emotionen und so weiter anderer zu verstehen. Aber das Problem ist ja, wenn ich meistens keine eigene Wahrnehmung habe, dann tue ich mich natürlich auch schwer, andere wahrzunehmen. Und die ergänzende Kompetenz ist dann nachher die entsprechende Sozialkompetenz, langfristig Beziehungen aufzubauen, Netzwerke zu schaffen und so weiter. Das in einer Radform dargestellt und bei der Insights-Trimetrics-Analyse, wo wir alle drei Bereiche sichtbar machen, wäre das das Rad hier bei dem Beispiel. Es ist eine Person, die hat eine gewisse Selbstwahrnehmung, ihre eigenen Emotionen nimmt sie wahr, aber die Regulierung, sich in gewissen Situationen runterzuregulieren und rechts unten die Empathie, die sind, nennen wir es mal, unterirdisch. Das heißt, die Person nimmt zumindest sich wahr, ist intrinsisch motiviert. Aber die Regulierung und die Empathie wäre ein Bereich, der schwieriger ist. Hier das Ganze nochmal extremer. Hier ist die Empathie noch niedriger als Beispiel. Hier haben wir eine Führungspersönlichkeit, die ein sehr ausgewogenes Bild hat, hochintrinsisch motiviert, hohe Wahrnehmung, Regulierung, Empathie.
Und das in Verbindung mit den entsprechenden Werten und dem entsprechenden Farbmuster. Hier haben wir ein anderes Beispiel. Hier ist wiederum das Rad sehr eingeschränkt, weit unter Durchschnitt. Das ist eine Person, die eine sehr geringe Selbstwahrnehmung und Umgang interpersonelle Geschichte hat. Auch da ist sicher ein großer Entwicklungsbereich. Hier ein ähnliches Beispiel. Und hier habe ich nochmal so als Zusammenfassung meiner Beispiele hier den Kollegen Kirsch, wie wir ihn nennen. Er ist eine Person, die ist hochrot dominant. Sehr zielorientiert, forsch, kommt bei anderen wahrscheinlich auch eher so ein bisschen arrogant rüber. Rechts unser einfacheres Werteprofil. Ich habe Ihnen vorhin die Driving Forces, die komplexere Variante gezeigt. Ökonomisch und individualistisch geprägt. Aber die Person hat kaum eine Selbstwahrnehmung und gar keine Empathie. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rotdominanz natürlich relativ schnell rüberschwappt. Das Positive wäre hier, dass die Person trotzdem eine hohe Regulierung mitbringt, sich selber auch in gewissen Situationen reguliert, was für eine Rotdominanz natürlich sehr sinnvoll wäre. Bei diesem Beispiel gleiches Verhalten, hohe Rotdominanz, kaum Grünanteile, ähnliches Werteprofil, aber eine sehr ausgewogene Persönlichkeit, alle EQ-Werte sehr, sehr hoch. Und ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe zwei Brüder im Norden Deutschlands, beide in der Geschäftsleitung, beide gleiches Verhalten. Und das sind im Prinzip die beiden Beispiele, die Sie jetzt gerade eben auch hier gesehen haben. Beide rot-rot-gelbes Verhalten, beide hochmachtorientiert. Und beim einen rennen die Leute scharenweise davon. Das wäre so dieses Beispiel hier. Hohe Fluktuation und so weiter. Bei dem anderen Bruder eloquent, mitreißend und so weiter, obwohl Verhalten, sein Verhaltensspektrum fast identisch ist, und die Werte. Sie sieht man hier, dass diese Ausprägung über EQ natürlich ganz anders ist und das ist die Frage, wie bringe ich die Kraft auf die Straße? Und das kann man hier, glaube ich, sehr gut sehen. Auch hier das Beispiel, hier haben wir einen hochrationalen Mensch, der kaum eine Eigenwahrnehmung hat. Und was man hier sogar noch stärker sieht, die Sozialkompetenz und Empathie, Umgang mit anderen durch das, dass ein hochrationaler Mensch ist, und das finden wir in der Praxis sehr oft, der Fachexperte. Man wundert sich, warum dann scharenweise die Leute davonlaufen danach. Oder auch hier haben wir eine introvertierte Persönlichkeit. Sozialkompetenz, Networking und so weiter ist da natürlich ein Thema, was natürlich nicht unbedingt die absolute Stärke ist. Also zusammengefasst von meiner Seite. Sehen Sie das Ganze ähnlich? Ich weiß nicht, ob Golfspieler bei uns im Webinar dabei sind, aber diese Golfschläger-Metapher ist, wenn Sie eine Runde auf den Platz drehen, dann haben Sie auch nicht nur einen Schläger, einen Driver, mit dem Sie aufs Grün gehen, sondern Sie haben mehrere Schläger. Und das wäre auch so die Idee. Und das ist das, was wir auch im Coaching und im Training dann durchaus immer anbieten, dass wir sagen, es gibt eine gewisse Bandbreite des resonanten Führungsstils oder dissonant danach, dass ich einfach die Möglichkeit, je nachdem, wen habe ich vis-à-vis, welchen Knopf drücke ich, bin ich mehr fordernd in einer gewissen Situation, eher coachend und so weiter, danach, dass ich da entsprechend reagiere. Ja, auch in der Kommunikation, ich glaube, Paul Watzlawick hat das auch schon sehr früh dargestellt gehabt, dass Menschen eben unterschiedlich ticken. Und hier wäre auch so das Beispiel danach, das entsprechend dann darzustellen. Also heißt für mich ganz wichtig, Sachebene, emotionale Ebene, das zu verstehen, das mit einer entsprechenden Ausprägung. Dann auch hier die unterschiedlichen Farbtypen. Welches Wording funktioniert? Rot will der Erste sein. Wann bist du fertig? Auch das Wording, die Stimme, die Körpersprache deckt das. Das sind typische Aussagen. Und wenn ich eine hohe emotionale Reife habe, dann erkenne ich das natürlich sehr früh und kann da gezielt drauf eingehen. Übrigens so als Abschluss nochmal, wenn Sie die Werbung oftmals beobachten, bei Porsche zum Beispiel, der Rote, seit 100 Jahren machen Autos unabhängig, eins macht abhängig, fühlen sich die Rot natürlich angesprochen. Braun werden sie auch in anderen Cabrios, nur nicht so schnell. Grün, sie können länger frühstücken, sind früher zum Abendessen zurück, gibt es ein besseres Familienauto oder 911% Fahrspaß. Das heißt, wir haben schon in der Praxis viele, viele Beispiele, wo das professionell in der Werbung eingesetzt wird, im Verkauf, meistens aber im Umgang mit anderen Menschen viel zu gering. Ja, abschließend. Wir wollen ja auch pünktlich hier das Webinar und Ihre Zeit entsprechend nutzen.
Ich würde sagen, es gibt einen kompletten EQ-Bericht und es gibt auch unsere Insights MDI-Analyse, wo alle drei Bereiche drin sind. Und da möchte ich Sie gerne dazu einladen. Natürlich, wichtig für uns ist immer, alle unsere Verfahren sind deutschsprachig validiert, normiert. Entsprechend, da gibt es auch ein wissenschaftliches Handbuch. Wenn Sie sagen, Thema interessiert Sie, hat Sie interessiert, ich konnte Sie auch in meinem kurzen Webinar so eine Idee geben. Sie können sich bei uns ausbilden lassen. Es gibt eine Akkreditierung zu diesen Verfahren. Oder wenn Sie sagen, Mensch, ich will diese Art von Trainings beim Unternehmen selber einführen, können wir Ihnen natürlich selbstverständlich einen Mastertrainer auch da zur Verfügung stellen. Und denken Sie dran, die ganzen Dinge bauen aufeinander auf. Und ich glaube, das fängt bei der Selbstwahrnehmung an und Empathie und Sozialkompetenz kann nur gelebt werden, wenn ich mich selber verstehe. Und das wäre auch so die Basis unseres kompletten Beratungsansatzes. Das heißt, gerne begleiten wir Sie auch in der Entwicklung eines Sollprofils, auch zu sagen, welcher Job erfordert welches Verhalten, welche Werte, welche Kompetenzen. Dann messen wir Ihre Mannschaft, machen darauf auf der Gap-Analyse ein individuelles Lösungspaket und messen dann auch nachher. Das heißt, weg von, wir machen Führungstraining oder Verkaufstraining so nach Gießkanne für alle gleich, sondern wollen da schon auch eine Individualität mit reinbringen. Ja, wenn Sie das Thema interessiert, auf unserer Homepage finden Sie sicher auch noch ein paar Publikationen, ein paar Bücher, auch ein paar Referenzen. Natürlich haben wir auch schon ein paar Kunden, die es einsetzen. Und last but not least, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir Sie da gerne auch dazu einladen, nicht nur einen Vortrag zu dem Thema zu hören, sondern ganz wichtig hier auch, das mal selber zu erleben. Schicken Sie mir ein E-Mail, am besten direkt an meine Koordinaten fs@jelen-institut.de, und ich schicke Ihnen einen Internetcode zu. Dann kriegen Sie anschließend Ihre 35-seitige Analyse, wo alle drei Bereiche drin sind. Und dann haben Sie auch zu diesem Webinar nochmal wirklich live etwas Haptisches in der Hand. Wenn Sie wollen, geben wir Ihnen da auch noch mal ein kurzes Feedback dazu. Ja, von meiner Seite herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alle sind bis zum Schluss dabei geblieben, sehe ich gerade. Also von daher besten Dank nochmal. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dem Thema Sozialkompetenz, Soft Skills motivieren, begeistern und ein Interesse wecken. Wenn Sie Fragen haben, wenn wir Sie irgendwie unterstützen können, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, würde mich sehr freuen oder auch in einem persönlichen Live-Seminar. In dem Fall einen schönen Tag noch, schöne Zeit, alles Gute, Ihr Frank Scheelen. Danke.